Heute gibt es mal wieder was aus der Abteilung Pflanzendoktor. Habt ihr auch solche kleinen Gesellen im Garten, was da rumklettert, hier an diesem Hibiskusblatt? Das ist nämlich die Larve von einem Marienkäfer, eine Marienkäferlarve. Und das sind super Partner von uns Gärtnern, wenn es um die Blattlausbekämpfung geht. Denn heute geht es um die Bekämpfung von Blattläusen mit einem einfachen Hausmittel. Also so eine Marienkäferlarve ist natürlich das Beste. Also wenn man davon richtig viele im Garten hat, dann verschwinden die Kolonien so schnell, wie sie gekommen sind. Also Blattläuse, die kommen ja wirklich manchmal über Nacht. Eine Laus fliegt heran, die legen ganz viele Eier und wirklich im zum Teil Stundentakt können die sich vermehren. Und dann hat man schnell so eine große Kolonie hier sitzen. Das hatte ich auch an diesem Hibiskus, aber inzwischen sind die alle wieder verschwunden, weil Nützlinge in meinem Garten, wie zum Beispiel die Marienkäferlarve hier, die wahrscheinlich alle erledigt haben, die schaffen wirklich am Tag bis zu 50, vielleicht sogar, ja, manche Literatur sagt sogar 100 Blattläuse leer zu saugen. Und hier auf dem Blatt sehen wir auch noch hier so kleine Krümelchen. Das sind sozusagen die Leichen, die seinen Weg gepflastert haben. Also sind noch ein paar Reste da von den Blattläusen. Ja, das ist eine besonders elegante Methode, wenn man solche Partner hier hat. Den lege ich mal hier rein, den müssen wir uns nachher nochmal genau angucken. Ein einfaches Hausmittel, was wirklich jeder zu Hause hat gegen Blattläuse, ist folgendes. Wir brauchen 1 Liter Wasser. Dazu kommen jetzt 20 Milliliter Schmierseife. Hier so eine Kappe, da steht innen drin, habe ich gesehen, 15 Milliliter, etwas tiefer als der obere Rand. Also ich denke mal, wenn wir das Ding mal ganz voll machen, dann haben wir ungefähr 20 Milliliter. Und dann kommt noch als besonders wirksamer Zusatz dazu 2 Esslöffel Spiritus. Ganz normaler Brennspiritus. Das ist jetzt eine Mischung. Wir sehen, das wird jetzt relativ trübe. Eine Seifenlösung mit ein bisschen Spiritus, verschiedene brennbare Öle sind da drin. Das kommt in eine normale Blumenspritze. Ich habe das jetzt euch nur mal so gezeigt in der durchsichtigen Flasche. Man kann das natürlich auch direkt in der Blumenspritze ansetzen. Ja, und das ist jetzt gleich unsere fertige Spritzlösung, mit der man die Blattläuse direkt tropfnass einsprüht. Und dazu gehen wir in den Gemüsegarten. Denn hier im Gemüsegarten haben wir unseren Patienten Nummer 1, das ist die Artischocke hier. Da haben wir eine wunderbare Kolonie, seht ihr? Das sind so dunkle Blattläuse. Und was man auch sieht, Ameisen sind hier ebenfalls am Start. Ameisen und Blattläuse kommen ganz häufig zusammen vor. Ameisen, die benutzen die Blattläuse wirklich ein bisschen wie wir unsere Milchkühe. Die stellen die auf die Weide, die bringen die auch auf die Pflanzen rauf und melken die dann richtig. Weil die Blattläuse, die geben so süße Ausscheidungen, die kommen hinten raus. Denn eigentlich sind die auf die Proteine in der Pflanze scharf, die Blattläuse. Ne? Das wie im Fitnessstudio. Proteine. Und hinten raus kommt ganz viel süßer Pflanzensaft. Und darauf wiederum sind die Ameisen scharf. Da können sie Zucker lecken, Zucker aufnehmen. Und ja, so machen die Ameisen das durchaus, dass die eine neue Blattlauskolonie irgendwo hinbringen oder neue Blattläuse irgendwo hinbringen. Es sei denn, sie finden einfach eine vor und die sind halt durch angeflogene Blattläuse gekommen. Okay, so viel zur Theorie. Jetzt kommt die Praxis. Mit der Lösung spritzen wir jetzt unsere Pflanze wirklich kopfnass ein. Also wirklich einmal kompletto überall da, wo die Kolonie ist. Und die ist hier ordentlich vorhanden. Meistens auf den Blattunterseiten. Sie sitzen ganz gerne an den Blattrippen. Da sind halt die Nährstoff- und Wasserleitungsbahnen besonders zugänglich. Keine Sorge jetzt wegen dem Spiritus im Gemüsegarten. Das ist wahrscheinlich schon innerhalb von Stunde oder so verflogen schon wieder.
verdunstet. Aber die erste Wirkung als Oberflächenmittel auf die Läuse, darauf kommt halt an. Ne? Okay, das wiederholt man im Abstand von 3-4 Tagen, 2-3 Mal. Und dann sollten eigentlich die Blattläuse merklich weniger geworden sein. Das ist unser Tipp, einfache Lösung gegen Blattläuse. Ich würde im Gemüsegarten sowieso keine Chemie einsetzen. Wenn bei Schädlingen immer erstmal auch vielleicht die harte Methode einsetzen, also mechanisch. Man kann auch mit einem harten Wasserstrahl eine ganze Menge Schädlinge von den Pflanzen abwaschen, wegkriegen. Beispielsweise bei der Buchsbaum-Zünslerbekämpfung haben wir das in der Baumschule schon oft einfach mit einem Hochdruckreiniger gemacht. Da kann man viel mehr mit erreichen manchmal, als man mit chemischen Mitteln erreichen würde. Okay, ganz viel mehr Videos gibt es hier oben. Über 100 Stück aus allen Bereichen des Gartens. Hier ist der Kanal zu abonnieren und hier unten ist die Gardify-App. Ladet euch die mal runter. Da gibt es viele tausend Pflanzen, immer neue Nachrichten, alle Videos im Kanalstream. Würde mich freuen, wenn wir uns da wiedersehen. Ciao!